Oh ja, so einmal Amis spielen in Normandie. Wir werden jetzt so untergehen. Wenn es im Voraus weiß, ist das immer schon schön. Und wir sollen verteidigen. Na gut, wenigstens das. Oh gut, was habe ich denn hier für eine Torbe? Flammenwerfer? Ein Pionier? Hier haben wir einen Pionier. Ja, dann gehen wir mal los. Ja, mach mal Artillerie. Bevor wir jetzt hier gleich auf die Fresse kriegen. Würde ich gerne die Deckungsstraße noch bebauen, wenn ich dazu komme. Das ist die hier. Ich schaffe hier wenigstens ein bisschen Verteidigung aufzubauen. Vergiss es ja. Kannst du bitte weitermachen? Ich muss das zweite Ding noch fertig bauen. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Kann das sein, dass wir die letzten beiden hier sind? Mein Mann, sehr gut. Kommt der nächste. Ja, keine Chance. Der einzige Posten, der steht, den habe ich. Und kein anderer ist da. Ich habe versucht, noch die Verteidigung aufzubauen. Aber es kommt keiner mehr. Ja, da kommt. Jo! Ist richtig! Ja! Anal ist ein Scheißdreck dagegen! Kommt auch mit dem Tiger! Kein Wunder, dass hier keiner mehr Ami spielt. Jo. Ich hole gleich den Flammenwerfer. Verdammt, wo bin ich jetzt? Ja, 150 Meter. Den einzigen Posten, den er aufgebaut haben, war ich. So, wir können also nur Suicide da jetzt einmal reingehen. Dann war's das, weil bis ich jetzt da bin, haben die den Punkt schon eingenommen. Ja. Ich hätte ganz gerne noch einen Posten gebaut. Ist der Flieger überhaupt meiner? Ja, zumindest steht hier schon mal eine Wand. Die hilft aber nicht. So, stellen wir uns mit rein. Wenn der reinhält, bin ich am Arsch. Der hält volle Suppe von der Seite rein. Sind wir am Arsch. Ja, vergiss es. Ah, ich hab keine Trupps, ich hab keine Leute, ich hab gar nichts.
falsches Management betrieben. Ich hätte den Pioniertrupp zurückhalten müssen. Jetzt hätte ich wieder einen Pionier gebraucht. Jetzt habe ich keinen. Und damit war's das. Artillery! Fire in the square! Confirm and fire! Natürlich. Fahr doch mal nach hinten. Tschüss. Gentlemen, wir haben den Tiger erledigt. Das ist so ziemlich alles, was wir erstmal machen können. Ja, wir können noch einen Posten bauen. Ich weiß nicht, wie lange das hält, aber... behelfsmäßig. Es geht ja nicht darum zu gewinnen, hier geht es jetzt wirklich nur ums Durchhalten. Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Schatz, ich komme jetzt rein! Natürlich. Das war ein Bot, 100 Pro. So wie der geschossen hat. 100 Pro, sonst wäre der nämlich jetzt schon hier. Sag ich ja. Das! Nee, das ist auch nicht. Er hat sich gleich da hingeschmissen. Das ist wieder... So, kriegen wir die Stellung jetzt ein bisschen besser verteidigt. Ah! Spaß! Hier geht ja Artillerie runter ohne Ende. Ja, es ist perfekt, perfekt. Also ich weiß nicht, die müssen das vorher wissen, wo die Leute langlaufen. Wie oft mich Artillerie trifft und wie oft ich Artillerie auf den Punkt mache und ich keinen treffe, ist der Wahnsinn. Handgranaten raus. Ich brauch gleich einen Flammenwerfer. Zack, Atombombe, tot. Würde mich jetzt jemand erschießen, bitte? Mann, das hat aber gedauert. Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein. So, theoretisch dürfte jetzt keine Artillerie mehr kommen. Der andere, der den Tiger gezogen hat, der wird sich noch ärgern. Schön, dass noch einer einen Posten aufgebaut hat. Ja, zack, One-Shot. Schon wird an der Ecke gecampt. Ja, vergiss es. Ich hatte meine Chance und ich war vorne dran. Aber ich habe eben halt nur einen Trupp, den ich hier pro Dings einsetzen kann. Ja, danach komme ich nicht mehr auf den Punkt drauf, weil keiner mehr da ist. Ja, ob ich den jetzt neu erschieße oder nicht, hat gar keine Auswirkung. Ja, weil... wir haben nur eine Chance, wenn das ein Gang ist und ich mit meinen MP-Soldaten da wirklich geradeaus drauf zuhalte. Dann habe ich irgendwie noch eine Gelegenheit. So, welcher Bunker ist das? Ist das jetzt der Bunker, den wir jetzt verteidigen müssen? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Spielt meine Maus? Nö. Der Feind hat uns zurückgeworfen. Feuer! Die Hauptsache barrikadieren. Ja.
hilft nicht viel, aber... So, wenigstens eine Tür barrikadieren. So, hier ist ein Eingang, sagst du? Zack, Stellung halten. Und wir das Gelände noch sichern. Das ist wenigstens ein bisschen Deckung. So, jetzt hat ja meine Artillerie wenigstens mal was getroffen, ja, nachdem alle auf dem Punkt waren und ich quasi den Spawn bewahrt habe. Keine Ahnung von wo. Keine Ahnung von wo. Die Bomben können es nicht gewesen sein. Das schaffe ich nicht mehr. Wir werden schon von oben wieder festgeschossen. Wenn ich hier raufkommen könnte, wäre ich nice, aber... lange stehen, aber... Ich verflucht gut am MG! Jetzt muss nur einer mal headshotten, danke! Das Ding ist einfach so zusammengeprallt. Amtshandlung, wir gehen rein in den Scheißbunker. Oh fuck. Oh Mann, ey, ich habe auch gar kein Glück. Als Held auf dem Spielfeld gestorben, wie immer. Dem Panzer entgegengelaufen. Also hätten wir 11 von meiner Sorte, würden wir den Arsch aufreißen, aber... würden wir hier. Ja, dann würden wir hier richtig, richtig Bambule machen. Ich habe halt zu wenig Vorbereitungszeit. Ja, jetzt schießt er irgendwo hinten ein Panzer. Jetzt kann ich bei dem Posten nicht mehr spawnen. Rüberlaufen. Ja, natürlich. Pionier ist als erster. Suicide Squad, Suicide. Wenn du mich hier oben rüberlaufen lassen könntest. Fick dich! Leck mich! Eins mit Sternchen, der Einsatz, eins mit Sternchen. Natürlich haben wir jetzt keinen Posten mehr. Hey, ja, da hinten, warte. Ja, jetzt ist auch egal. Ja, vergiss es. Das ist, wenn wir den Flammenwerfer da unten noch reinkriegen würden. Wäre vielleicht noch eine kleine Chance, aber dafür muss ich erst an den Punkt reinkommen. Ja, möglichst schon dastehen und eine Zehntelsekunde vorher schießen dürfen, dann hat er auch keine Chance. Aber jetzt ist es zu spät. Auch wenn ich den Posten noch ganz gut weggeholt habe davor.
haben. Die Flanke ist zu. Wieso können die eigentlich doppelt und dreifach und zehnfach Artillerie machen? Es war da Artillerie und es war da Artillerie. Und ich glaube sogar, da war auch noch Artillerie. Also wenn die dreimal Artillerie machen dürfen, ja, dann ist kein Wunder, dass wir es nicht schaffen. Also wenigstens ein bisschen. Wenigstens ein bisschen Chancen haben. Calling in Artillery! Roger that! Fire! Ja, ob uns das noch was hilft? Keine Ahnung. Jetzt muss ich mich entscheiden. Posten aufbauen oder rein da. Du machst ja schon volles Risiko hier. Scheiß Emma ist garantiert diesen scheiß Bunker drin. Na toll. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Bin ich gefangen. Draußen könnte ich mehr helfen. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Ich gehe nochmal um die Ecke. Ich komme gleich nochmal wieder. Artillerie. Hält der Punkt noch? Das wäre schön. Ja, also wir halten das jetzt gerade echt gut. Ja, es ist wirklich nochmal mit Einsatz und Roland ist auch bester Mann auf dem Feld. Letzte Verteidigungsposi. Diese Kirche. Irgendwo, Hauptsache. Ein Stück weit dran. Ich hätte jetzt eh einen neuen Sammelpunkt gebaut. Edge Badge. So, zack, das heißt, linke. Ja, steht nicht optimal, aber was soll's. Bisschen Verteidigung muss sein. Können die den Graben wahrscheinlich besetzen. So. Hier kommt es erstmal nicht durch. Wir gehen rüber. Gegner unter Druck setzen, den wir angreifen. Vorwärts, Granaten nach vorne und dann rein da.
Der war wichtig. Ich muss nachladen. Ich hätte eh nichts mehr machen können. Sehr gut. Links die Kirche gehört noch uns, wollte ich gerade sagen. Rechts der Turm gehört uns noch. Wir halten auch die Stellung, ganz feierlich und tapfer. Warum sind eigentlich immer alle meine Soldaten am Nachladen? Der Posten ist ein bisschen weit weg. Wir brauchen noch ein bisschen näher dran. Der ist gut, aber perfekter Treffer. Ist der Posten außer Gefecht? Nein, dem geht's gut. Alles klar. Ja, mit der Truppe noch ein. Infanterie ausschalten. Wenn ich herausgehe aus dem Rahmen, bin ich erledigt. Ja. Für die Freiheit! Schiri, ich wäre jetzt aber noch drin gewesen! Weißt du, da werde ich rausgebackt, aber drin werde ich dann noch mehr erschossen. Das finde ich aber auch wieder, ne? Ich meine, es ändert nichts am Endergebnis, aber es wird trotzdem noch diskutiert. Ja, ein Spiel, was wir uns sein lassen können, weil keine Chance. Ja, als Ami brauchst du nicht mehr spielen. Das ist nur noch die Russland-Kampagne, die für mich interessant ist. Alles andere ist nicht mehr spielbar.